Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Hofgeschichten hier auf 9062. Die Hits von morgen, von gestern, 80er, 90er, 70er, 60er, 50er, 40er, 20er und Nuller. Heute an meiner Seite der gute Zwiebelpeter. Hallo. Hallo. Und auch der gute Mene ist am Diesel. Ich greife mir nur an den Kopf. Du hast ja auch schon Kopfschmerzen seit drei Folgen. Ja. Woran das liegen könnte? Ich weiß es nicht. Also wirklich, es Komm beim Laden vorbei und schau dir die neuen Angeln an. Was? Ich habe schon die beste. Brauche ich nicht. Jetzt ist unser Tor hier ganz weg, unser Holztor. Na, das ist ja frech. Ja, ich habe es abgerissen. Quatsch. Aber baust du es nicht neu, oder was? Ja, auch kaputt. Ja, aber warum reißt du das denn ab? Kann man doch einfach durchgehen. Ist doch Schnee, ist doch Wurst. Das sieht doch kacke aus. Ja, und du siehst auch kacke aus und wir reißen dich nicht ab. Ja, da kann ich ja würde ich schon gerne machen. Arschloch. So. Es gibt Süßkartoffeln, Baby. Goldene Sachen Arschloch müssen wir ist Stuttgart. Aufheben. Nicht die Gedrängsstadt ja, einfach. Ich weiß, es ist richtig kacke, ja. Überall Stau, wenn man über die A8 fährt. Das kommt weg. Warum fährst du da überhaupt lang? Ja, du kannst über die A6 oder über die A8. Ich bin über die A8 gefahren, Rückweg. Du hättest da wirklich mal vorbeigucken können. Vor allem war geil, wir hatten halt den das A6 Auto von... ist doch so ein... Die A6 und die A8, das sind das so Ost-West-Autobahnen. Also von München, ja, also musst, von München, von Bayern nach... Ja, du musst auch ein Stück nach Osten fahren, wenn du nach Oberstdorf willst. Ja. Ach so. Wir hatten aber das Auto von Kadis Vater und das ist halt so ein, ein Tiguan, glaube ich, VW. Und in diesem Auto merkst du nicht, wie schnell du bist. Und ich fahre einfach so. Und das ist auch noch eine Automatik, was auch schon mal komisch ist. Und ich fahre und guckst auf den Tacho, 200 Sachen drauf. Ich so, what the fuck? Ja. Wir waren einfach mal von Bonn bis Oberstdorf in 4,5 Stunden. Ja. Und ich habe mich gewundert, wie viel Benzin frisst dieses Auto denn? Du fährst ja nur 100, genau. Richtig Ich geil. Weiß, das ist richtig übel, ja. Und deine Partnerin hat dann nicht mal zwischendurch gesagt, du, bist ein bisschen schnell. Doch. Und Brilli wieder in seiner liebreizenden Art. Halt's Maul! Kannst selber fahren! Genau. Dann lauf doch! Ich fahre rechts ran! Ich habe tatsächlich mal eine Freundin rausgeschmissen aus meinem Auto. Eine Freundin oder deine Freundin damals? Ja, die damals war es meine Freundin. Also, ach echt? Und das war nicht mehr Frau. Vielleicht lag es daran. Ja, Mene, ich bin jetzt nicht mehr deine Freundin. Nee, die hat wollte die Tür aufmachen und dann ist der Griff abgebrochen. What? Und dann hast du es noch rausgeschmissen. Und kannst pass auf, da hat die gesagt, so ein Scheißauto. Und da habe ich gesagt, das Scheißauto bringt dich überall hin, wo du hin willst. Du kannst jetzt aussteigen. Musstest du nach Hause laufen. Geiler Typ. Finde ich aber okay, Junge. Ja, echt? Ja. Wer die Sache, wer die Kutsche nicht schätzt. Kann mein Auto beleidigen. Echt mal. Finde ich auch in Ordnung. Ah, das kenne ich aber auch mit dem hier von wegen, dass du das Tempo nicht so wirklich merkst, irgendwie. Auch mit so einem Ding gefahren, mit so einer Karre, mit so einem DSG, mit so einem Direktschaltgetriebe halt. Und der zieht's halt einfach hoch, ne? Und auf einmal guckst du auf den Tacho, hast du auch irgendwie so, ja, 180, 200 drauf. Ja. Warte, ich guck mal, wo ich diese Reuse hinstellen kann. Krabbenreuse, lege kannst sie ins Wasser. Ich wo denke kann man denn mal stark aber im Meer. Ja, aber wie kann ich die denn, aufs Meer tippen. Ich muss ja ins Meer gehen können auch, weil man muss die ins Wasser legen. Ja, dann musst du an den Strand wahrscheinlich, ne? Oder? Da kommst du an den Strand. Ich komm mal mit, ich will mal sehen, wie das geht. Uli Gugu. Ich fische. Ich zieh mir die richtig dicken Dinger an Land. Komm, Junge, komm. Wieso fischt ihr jetzt alle? Ich, das ist mein Job. Mann, nee, ich fisch nicht. Ich will nur mal gucken, wie du das machst, damit ich das mal sehe. Interessiert mich halt, was du so treibst den ganzen Tag da. Mene ist vom Amt, der will gucken, wo die Kohle hingeht. Man kann nicht ins Wasser gehen. Null. Ich dachte, die Gicht, kommt da so ein Stück rein. Nein, die Gicht trifft dich nur an anderen Stellen. Was ist jetzt da? Ich warte auf dich. Du willst ja sehen, was ich hier mache. Wo bist du? Hier kann man doch ins Wasser. Du stehst doch im Wasser. Ja, aber minimal nur. Na, gehst du mal weiter hier rüber? Ah, ne, geht nicht.
Aber ich sag euch, die alte Angel war 100 mal besser als die hier. Ja, ärgerlich. Und Barsch. 74 cm. So, warte 109, mal alter hier. Lachs, Junge. 109. Oh, hat doch geklappt. Hat doch geklappt. Und nu? Ja, muss man warten wahrscheinlich, gell? Und dann ist das Ding kaputt und Lachs auf jeden Fall, Junge, echt. Weiß ich nicht. Okay, na gut. Zeit vertreiben. Deine Angel geht doch weiter als meine. Das ist ja auch die Iridium-Angel. Okay. Ultra scharfes Gerät. Sieht ein bisschen so aus, als hätten wir beide unseren Penis hier ins Wasser halten. Nein, so sieht es aber überhaupt nicht aus. 112 Lachs. 112. Du, dein lila Penis? Ich meine, du bist blau. Dann ist dein Penis doch lila, ist doch klar. Du kriegst gleich alle rein. Das klingt sehr komisch. Das Schatz, hier so Auto, Alter! Autoerotische Alter! Handlung. Leute, jetzt geht's hier aber vollkommen ab. Was ist denn? Ich habe in dem Schatz, den ich mitgefischt habe, Neptuns Kleve. Ein Schwert Stufe 7. Okay, cool. jetzt wo wir nicht mehr in die Mine müssen, hast du gut gemacht. Ja, müssen wir schon. Müssen Warum? Ja noch die, 18 bis 35 Schaden. Für diese Schaden. Teure Gilde müssen wir ja noch 100.000 Schleime killen und so. Aber das Schwert, was ich jetzt habe... Ich krieg das hin, dass diesen blöden Fisch zu fangen. Ich hasse dieses Minispiel. Ich will das nicht mehr. Ey. Also eigentlich geht's, du musst halt nur ein bisschen mit der Maus drauf rumklickern, ne? Ja, komm, krieg ich nicht hin. Ich will lieber, dass irgendwie ich eine kaputte Sonnenbrille fange. Du musst dich aufs Spiel einlassen, Mene. Dann lässt sich das Spiel auch... Da ist eine Truhe. Hier sind viele Truhen. Oh, da muss man auch noch Ewigkeiten draufbleiben. Nope. Naja, das muss man abtimen. Oh. Ey, oh nee! Also ich bin ja im echten Leben tatsächlich Angler, ne? Aber das macht mich, das beruhigt mich auch. Aber in diesem Spiel macht es mich aggressiv. Mich gut, aggressiv, dir fehlt halt wahrscheinlich die Büchse Bier daneben, ne? Der Campingstuhl. Nein, dir fehlt einfach das Skill. Im echten Leben auch. Im echten Leben fange ich die Fische. Der meint nur, weil er ein Stück Zahnseide ins Waschbecken legt, ist er Angler. Ha! Fisch gefangen! Neuer Rekord! Sardelle, 30 cm. Kannst du mit deinen 3 cm von vorn... Oh, die ist golden! Fuck! Neuer Rekord! Seegurke, 53. Was angelst du? Stippe oder was? Wie? Ah, ich hab schon lange nicht mehr geangelt. Ich hab, als... Zum Schluss, kurz bevor ich aufgehört habe, habe ich halt viel Fliegenfischen gemacht. Fliegenfischen? Fliegenfischen, ja. Was ist das denn? Das ist so, da fliegst du mit so einem einmotorigen, mit so einem Propellerflieger, fliegst du über das Wasser, deswegen, ne, fliegen, und hältst dann die Rute rein, ganz einfach. Aha. Ja. Wusstet ihr, dass das Vorbild war für den Film Amy und die Wildgänse? Ja, du warst die Gänse. Die Gans, ja, ich wollte gerade sagen, du warst die Obergans. Du warst die Obergans, genau. Du warst das Opfer, wo sie dann draufgeschossen haben mit der schönen 12er Schrotgeschoss. Joja Cola. Amy und die Wildschwänze, gibt's das als Porno? Bestimmt, bestimmt. Oh, jetzt wär's was. Jetzt darfst du auch mal googeln, komm schon. Oh, Junge, ey. Was soll denn das bitte für ein Plot sein? Es gibt doch für... Ist doch Plot. Also bitte. Porn und Plot. Hallo, warum liegt hier eigentlich Stroh? Ja, bester Plot ever. Was machen die Gänse hier? Rum, oh, was machst du mit dem Hals dieser Gans? Ja, aber was ist jetzt hier mit dieser Reuse? Ist da irgendwas Fuchs, drin? Du hast die Gans genagelt. Genau. Oh, jetzt habe ich die Reuse wieder eingesammelt, es ist nichts drin. Ach Gott. Du hast die Gans geknallt. Wir lassen die mal hier über Nacht. Dann fange ich nichts. Ich hoffe, die ist über Nacht dann nicht weg. Wir werden sehen. Also ich muss ja mal sagen, wir sind ja irgendwie schon ziemlich effektiv hier in diesen letzten Folgen. Schnipp dann auf das Ding! Oh! Das ist ein Scheiß, ey! Das Minispiel öffnet sich, der Fisch schnippt nach oben, ich drücke auf die Maus und bis mein grünes Feld beim Fisch ist, ist das schon wieder verloren, das Spiel. Schatz! Was ist das denn? Skelettschwanz! Voll Teibel! Und da kann dir mehr darüber erzählen. Natürlich kann der mir viel über den Skelettschwanz erzählen, ihr Schmatzis. Alter, hier, der Mann und das, der alte Mann und das Meer oder was? Alter, bleib doch mal hier, du Drecksfisch. Nee, bei dir ist schon der alte Mann und das weniger. Oh, 97 cm Lachs hier aus dem Süßwasser gezogen, du.
Aber ich habe den Dreher dran, der sich übrigens mega schnell verkauft. Oh, nee, der ist schon kaputt, der Dreher. Toll. Ja, toll. Hat sich richtig gelohnt, da hier die Materialien für rauszuballern. Ja, ich mache jetzt mal. Habe ich das mit? Nee, habe ich nicht mit. Egal. Köder müssen wir auch. Ey, ihr müsst das bei mir gucken, dieses Geangel. Da kriegst du einen Anfall, kriegst du. Da macht er so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja, das verbessert sich hinter, halt, glaube ich. Klicken, 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 nicht klicken. Ja, das verbessert sich halt, je besser du wirst im Angeln. Was verbessert sich da? Das wird dann, dass sie nicht mehr so schnell hoch und runter und so viel wechselt. Ach so. Glaube ich. Glaube ich. Boah, du bist ein Hurensohn, du Fisch. Meinst du, die Mutter des Fisches hat ihre Dienste einfach so angeboten? Ja, garantiert. Hier, yeah, wichs mal über mein Laich, Arschloch. Wenn Fische reden könnten. Das wär ein schwuler Fisch dann irgendwie, ne? Warum? Der Laich ist doch vom weiblichen Fisch. Ja, ja. War schon alles biologisch korrekt. Biologisch korrekt, genau. Nur halt irgendwie umgangssprachlich ein bisschen harsch ausgedrückt. Genau. Junge, semmel mal richtig drüber da. Mach mal deine Spermasauce an meinen Laich, Alter. Genau, komm, Junge. Mach mal auf die Schleuse hier. Komm. Lass mal laufen. So, ein paar Fische jetzt hier verkaufen. Was ist denn noch vakant in unserer im Gemeinschaftszentrum bei den Fischen? Ich habe gerade einen Schatz geangelt. So, 30 cm Kaulbarsch plus Katzenfisch. Den hatte ich doch. Holz. Verdammt. Ich habe Holz geangelt. Scheiße, ich habe den Katzenfisch nicht reingelegt. Er hat gerade eben das Telefon gedingelt. Mal hier, ich mache eine goldene Sardine rein. Zack, Sardine, verkauft. Thunfisch, Riffbarsch. Ich versuch's mal mit dem. Das ist aber ein anderes Bild von dem Thunfisch. So, eine Runde wird noch gefischt. Und dann geht's ins Bett. I am very tired. Ja, warte mal, Sardine, Sardelle. Ach so, das sind zwei verschiedene, nicht? Ja. Nehmen wir mal zwei goldene. Der eine schmeckt mehr nach Fisch, der andere nicht so. Ja, wenn du eine lang genug liegen lässt, bestimmt auch. Ja, kriegt so einen schönen. Ich glaube, ich muss morgen mal zu dem Schmied gehen. Ich habe eine Geode und so ein Artefakt-Ding. Eine Joja-Cola, die kann ich mir dann mal in die Figur kippen, oder? Unser Köder bauen. Geh mal von der Kiste da weg, da sind noch die Käfer drin, oder? Köder. Hä? Ich bin ja dafür, dass wir mal unsere Sprinkler aufstellen. Die haben wir so schön gebaut. Unsere total guten Sprinkler. Ja. Ja. Oh, scheiße. Es ist übrigens schon halb nachts. Ja, du bist nicht hier. Ja. So, jetzt habe ich da mal hier das andere Ding rangeklatscht. Ich gehe nach Hause. Hier dieses Neptuns-Gelebe werde ich einfach verkaufen, oder? Ist die Olle bei dir im Haus eigentlich und baut an der Küche rum? Was, bei mir? Nee. Warum nicht? Die soll doch eine Küche bauen. Vielleicht baut's. Da musstest du einen Platz aussuchen, wo sie die baut? Nein. Das ist eine Hauserweiterung. Vielleicht hat sie die 10.000 genommen und ist einfach abgehauen. Genau, ja. Hat sie abgesetzt nach Bolivien. Die hat gesagt, sie fängt morgen an und es dauert 3 Tage. Ja, genau. Es ist, morgen Anfang ist genau wie morgen Freibier. Das euch. Ja. So, 11. Tag. 11. mit Ö? Mit Ö, ja, natürlich. Ö 15, okay. Oder? Nee, Quatsch, mehr. Was? Mehr Tage hat hier ein. 15 war bei RimWorld. Ja. Oh, hat sich summiert. Mais, alles schön. Ja. Haben wir die Küche schon fast wieder drin. Ja, die wurde ja noch nicht mal angefangen zu bauen. Die ist noch nicht mal draußen. Immer noch gut. Wo ist denn die Sacktante? Die hat dich voll beschissen, echt. Ja, aber echt. Ich schwör's dir, die hat dich voll über den Tisch gezogen. Mais ist aber richtig gut und Preise werden sowieso. Ich hab's euch gesagt. Ja. Mal richtig Makat hier. Lecker Weintrauben. Oh, hier geht's ja richtig ab. Ich glaube, ich muss was ablegen in die Truhe.
Denkt an goldene Sachen. Oh, ich muss mal kurz zur Tür aufmachen, bin gleich wieder da. Kotzt er da vor die Tür. Mais haben wir schon Gold. Aber bevor wir alles verkaufen, müssen wir noch mal gucken. Dieses Lilane da kann sein, dass wir es noch brauchen für dieses Gemeindezentrum. Welches Lilane? Wildpflaume? Ja, ich glaube. So, Reh. Reh. So, was haben wir hier? Wer schreibt denn hier? Ich habe ein paar neue Gegenstände auf Lager. Eine Luxusangel und Köder, die du daran anbringen kannst. Du kannst Köder nutzen, damit Fische schneller am Anbeißen. Ey, warte mal, eine Süßkartoffel hatten wir doch. Bald, Willi. Hallo, Willi. Ich hab doch eine Süßkartoffel. Ja, dann bringen wir mal ins Gemeindezentrum. Ich bin mal im Gemeindezentrum, Leute. Könnt ihr mal die Felder gießen ohne mich? Ja. Ach komm, da helfe ich noch gerade. Macht er ja eh nicht. So, wir brauchen goldene Sachen, ja? Ja, wir haben schon einige, also es reicht wahrscheinlich schon. Ja, die musst du bestimmt mehr als neun können wir, oder? Mehr als neun können wir ja eh nicht mitnehmen. Okay. Ja, aber ich dachte, die muss jeder liefern. Nee, unsere Farm. Wir sind eine Farm. We are one farm? We are one farm. We are farm. One farm. Ja. So. Ah, Mene, hast du wieder keinen Gießarbeit oder was? Klar, ich hab die ganze Mitte gegossen, hab mal ganz kurz, hab ich jetzt mal die Hühner gestreichelt. Du lügst. Der Mene und seine Hühner, ey. Eine Liebe für das Leben. Mittlerweile bringen die, glaube ich, schon ein Plus. Was hat ein Huhn gekostet? 150, oder? Nein. 800. Nein. Achso, die waren teuer, ja. Nee, das war. Ein Huhn hat, glaube ich, 800 gekostet. What? Und ein normales Ei bringt 50. Und die silbernen und goldenen Eier, die wir ja jetzt fast nur noch bekommen, die bringen natürlich mehr. Verständlich. Aber also ich würde sagen, es hat sich amortisiert. Weiß ich nicht. Gehen wir rein. Nee. Muss mal ein Ticket kaufen. Der Bus Richtung. Ist momentan nicht in Betrieb. Ach so, da müssen wir die Quests im Gemeindezentrum erfüllen. Das wird ja ein langes Spiel, ey. Das wird unser längstes Let's Play together. Ja, ich befürchte es. Naja, man muss ja zumindest erstmal, für ein paar Sachen muss man ja sowieso erstmal ein Jahr durchhalten, weil man muss ja dann diese ganzen das Wintergemüse und so weiter erstmal angeln. Ja, aber da ist doch aber auch noch die Sache, dass wir zum Beispiel dieses Ding, dieser komische Altar, der da oben über unserer Behausung da ist, der ist doch mit dem dritten Jahr erst irgendwie, also. Ja, genau. Also, ich frage mich, ob wir zu viel pro Tag machen, ob wir einfach pro Tag weniger machen müssten. Das aber kann man ja später gucken. So, die Süßkartoffel ist drin. Fehlt noch der dumme Kürbis. Wieso haben wir eigentlich keine Kürbisse? Es ist doch fucking Herbst. Wo ist was drin? Ja, hier in dem Gemeindezentrum. Achso. Gute Frage. Es muss doch Kürbissamen geben, oder? Look doch mal da. Look doch mal rein. Du Schwein. Du Arschbachsau. Rilly, behave. Was? Haben wir eine Entenfeder? Wein? Hasenpfote? Granatapfel? Klingt nach Wimmelbild, was du da machst. Oh, eine Geode müssen wir auch noch hier reinmachen. Haben wir doch auch, oder nicht? Pimmelarsch und Zwirn! Treffer! Komm, Junge, Fisch, so, hier die Seele aus dem Leib. Ja, komm. Bienenhäuser auf deinem Hof. Aha, Bienenhäuser kann man auch noch haben. So, Meister auf die Samen. Lex. Kürbissaat, direkt das erste. Na, Mensch. Wie lange wächst es denn? 13 Tage, schaffen wir ja, noch. Dann haben wir sie. Dann ist irgendwas auf unserem Feld mit Kürbis sein. Die ist aber noch nicht gewachsen, aber wir haben ja erst den 12. Die müssten morgen ready sein. Das passt doch aber noch. Naja, aber wenn wir es haben, brauchen wir es ja nicht nochmal. Was fehlt denn noch? Hier? Was fehlt denn noch?
Aus dem Herbst nur Kürbis, glaube ich. Ja, keine Süßkartoffel. Nee, die habe ich ja gerade abgegeben. Okay, Preiselbeeren, oh. Sonnenblumen. Ich habe gerade eben eine Krabbenreuse aufgenommen, die hier im Meer geschwommen ist. Ey, warum? Die war doch noch nicht voll, oder? Nein, Mann, aber ich wusste nicht, was das ist, bis ich es aufgenommen habe. Legst du wieder rein. Habe ich doch. Legst du doch einfach wieder rein. Ich habe sie verkauft. Hast du nicht. Nein, habe ich nicht. Legst du wieder rein. Ich fahre jetzt mal zum Schmied. Hat er noch auf? So, gib mir mal eine Bambusstange, Junge. Eine Fiberglasangel. Die grob ich mir jetzt. Eigentlich wollte Brilli mir die ja geben, aber hat er nicht hingekriegt. Hat er verkackt. Halt's Maul. Ja, okay. Hier, yeah, du, mach mal hier Geode aufbrechen. Hier. Yeah. Geode? Yeah. Ja, Na toll, 5 Steine drin. So. Fieberglasangel. Nur Schwachsinn. Was haben wir? Wir haben doch. Ist Kupfer, wenn man jetzt sagt, hier, Werkzeuge verbessern. Kupfergießkanne. Ist die besser als die, die wir jetzt haben? Ja, muss ja. Aber was haben wir denn dann jetzt? Eisen ist doch besser als Kupfer. Die heißt einfach nur Gießkanne. Und danach ist es die Kupfergießkanne, dann ist es die Eisengießkanne und so weiter. Genau. Die ist vielleicht aus Pfefferminzplastik. Dann lass uns doch mal, wir haben die Küche jetzt gekauft, dann lass uns doch mal als nächstes alle unsere Werkzeuge verbessern. Das heißt, für jeden brauchen wir 8000 brauchen wir für jeden. Also ich habe schon eine Kupferspitzhacke. Also ich habe schon das Kupferbeil. Ja, eben. Oh, wow, okay. Ja, was denn? Dann reicht es doch, wenn einer das hat. Ja. Quatsch, wir müssen alle haben. Ach, Papalapap. Ach, du bist gleich Papalapap. Das ist halt so viel Geld, was man investiert, um es dann doppelt zu haben. Es bringt natürlich was. Warum denn? Geht doch alles viel schneller, wenn jeder was Schnelleres und Besseres hat. Wenn du sagst, also, hier ist ein Baumstamm, beim Schwert den Baumstamm ist doch auch weg. Nicht, beim Schwert ist nur dasselbe. Ja, aber die findest du ja, da musst du ja viel Geld ausgeben. Eben, die muss ja die, ja, genau. Skelettschwanz gespendet, aha. Ah, interessant. Alter! Ich hab ein geiles Möbelstück gekriegt. Was so, denn? Warum rennst du hier rum, anstatt eine zur Küche zu bauen? Genau. Was soll das? Mach das mal klar. Kann es sein, dass du dir noch die Materialien bringen musst? Hast du bis jetzt nur bezahlt? Ich hab die Materialien mitgehabt. Alle, bis auf den letzten Nagel. Die rennt einfach weg. Die hat irgendwas von einem alten Mann hinter ihrem Haus geschwafelt und dann rennt sie weg. Die hat Scheiß uns übers Ohr gehauen. Also Anzeige ist raus, würde ich sagen. Ist sie. Die hat uns richtig übers Ohr gehauen. Mistmal. Oh Leute, jetzt knallt sie aber durch. Boah, was ist das denn? Jetzt sieht Mene und Brilli sind jetzt mal richtig rot. Es ist drin. Aber wer bist du denn? Meine Beine sind noch ganz steif vom Sitzen diesen Morgen. Ja, alles klar. Ich habe so ein krasses Zimmer halt einfach auch. Kann man es am Boden machen? Was soll das denn? What? Ich habe ein neues Bild und einen neuen Mitbewohner in meinem Haus. Falls ihr euch das angucken wollt, geht natürlich einfach in mein Haus. Ist das eine Einladung oder wieder so eine Falle für deinen Sexkeller? Wieder vor allem. Aha. Ja, meinst du, die Haare stehen mir umsonst so zu Berge? Mal hier, was er hier alles lagert. Gucken wir uns doch mal die Hütte an vom Brilli. Was ist denn das? Guck mal, was der sich alles lagert. Eine Bombe. Das ist doch mal so ein richtiger Marax-Teddy, oder? Aquamarin. Der lagert hier alles in seiner blöden Scheiße. Hat das rausgefunden. Wie vielte Folge ist das jetzt? Was geht denn mit dir ab? Das ist für diese 9-Tage-Quest hier, die neuen Sachen, die Nee, ist das nichts Goldenes dabei. Ey, geh aus meinem Haus raus, was machst du in meinem Haus? Das ist mein Bär. Es ist scheißegal, du bist... Ey, gib mir den Bären wieder her. Oh
Ach, wie geil. Was ist das? Lass denn? Den, das ist meiner. Ich gehe jetzt noch die Geode ins Gemeindezentrum bringen. Geode ins Gemeindezentrum, okay. Ja, aber sondern gefrorene Geode rein. Gefrorene Geode, du. So, also. Papapipapup. Da oben müssen wir uns irgendwie noch weiter. Bunkert der alle. Ich denke mir die ganze Zeit, wo sind eigentlich die richtig wertvollen Sachen überall? An Mena hat die wieder das Kopfkissen gelegt. Ne? Eine schöne Kiste in seinem Zimmer, wo alles Wertvolle drin ist. Da ist nichts Wertvolles drin. Bester Typ, ey. Also Mene, du bist schon so ein Kandidat, ne? Von wegen, wir finden zwei Goldbarren, macht man sich erstmal eine goldene Rüstung draus. Also, ne? Nee, Kupfer, weißt du doch. Klar, hier ist meine goldene Melone, goldene Hopfen, goldene Meerrettich. Das habe ich da drin. Meine alten Schwerter und so ein Gedöns. Braucht doch keiner. Ein paar Samen. Was hat das drin, um eine neue Farm zu gründen? Du willst uns verlassen. Abnabeln will er sich. Abnabeln. Ja. So, ich geh jetzt mal in die Kiste hier. Sollten wir wohl, ne? Ja. So, gute Nacht, Marie. Ach, das Schwert geht nicht, okay. Komm nur ins Bett, komm, Mehrzahl, komm. Ich bin. Also, ich bin, okay. Ich bin, wir haben wieder meinen Bären geklaut. Nee. Ich hab nicht geklaut. Ja, ja. Guck, was denn jetzt? Errungenschaft, ausbauen. Guck mal. Ich glaube, es ist die Küche fertig. Oh, schade, die Folge ist zu Ende, glaube ich. Ja, ist auch. Oh ja, ein Zuschauer, müsst ihr wohl noch mal einschalten. Cliffhanger par excellence, würde ich sagen. Cliffhanger. Sehr gut. Und sehr damit gut. Verabschieden wir uns aus dieser Folge. Ich sage tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Stardew Valley. An meiner Seite waren der liebenswerte Zwiebelpeter und auf Wiedersehen. Der noch liebenswertere Mene. Hallo. Tschüss. Hallo, tschüss, Junge. Ciao. Mach's gut. Ciao.